Hey Leute, willkommen zum ersten Rocket-Video im Jahr 2019. Dieses neue Turnierformat geht in das zweite Jahr und das natürlich auch, weil es so super erfolgreich angelaufen ist. Im ersten Jahr sind 87.300 Euro zusammengekommen und dieser große Jackpot wird jetzt in 18 Tagen unter den Finalisten ausgespielt. Die Ranglisten sind jetzt auch aktuell. Die Qualifikanten, 65 haben sich über die Monatsmission qualifiziert, 10 sind über die Jahresrangliste reingekommen und die letzten 5, die noch auf ihr Los warten, das sind die Lucky Loser. Da werden von diesen ersten 15, die am meisten Serien gespielt haben, aber es noch nicht geschafft haben, 5 per Los gezogen und diese Glücksfee, die werde ich jetzt einmal geben, damit das gewissermaßen mit Videobeweis sichergestellt ist, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Und das machen wir jetzt mal wie folgt. Ich habe hier eine Schüssel, ich habe hier ganz nach klassischer Art und Weise Zettel und ich werde da jetzt einmal die 15 Namen auf die Zettel schreiben. Da haben wir zunächst mal Robert. Dann haben wir Paula die erste. So. Das wäre geschafft. 15 Namen sind jetzt hier in dem Lostopf. Ich nehme das auch garantiert nur einmal auf. Das ist mir viel zu aufwendig. Also mag ich jetzt auch eine gute Glücksfee sein für die, die noch nicht dabei sind. Und ich greife das erste Mal in den Lostopf und ziehe Olli und Ass. Könnt ihr das hier sehen? Olli und Ass ist der erste. Und ich greife das zweite Mal hinein und ich ziehe Kartensklave. Herzlichen Glückwunsch. Und die Show muss weitergehen. Und den dritten, den ich ziehe, Lovetoy. Herzlichen Glückwunsch. Auch du bist dabei. So, zwei Kandidaten haben wir noch. Möge das Glück Holt sein. Und es ist Holt. Lannister. Und den letzten Freiplatz oder den letzten Lucky Loser, wer mag es sein? Der letzte Lucky Loser geht an Monsterblatt 70. Das ist ja wohl auch der Nickname des Tages. Monsterblatt 70, auch du bist dabei. So, alle anderen Pech gehabt, im nächsten Jahr wieder versuchen. Und da schauen wir doch jetzt gleich mal in das erste Video. So, das ist jetzt das Rocket-Turnier von gestern, heute jetzt von mir nachkommentiert. Bin mal gespannt, ob ich mich noch erinnern kann. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Jahr 2019 ist ein nicht ganz so optimal für mich losgelaufen. Erstes Spiel, Vorhand, ein schöner bunter Salat, aber nichts, was wie ein reguläres Spiel aussehen würde. Karo wird gespielt, 4 Trumpf dagegen, trotzdem, ihr kennt es ja, wenn ihr mich inzwischen kennt, blank raus, immer eine gute Wahl, vor allen Dingen wegen der nicht ganz optimalen Alternativen. Hier sehen wir auch, funktioniert ganz gut, 14 Augen, jetzt muss der Spieler vorstechen, das ist natürlich mir zu dünn, ich werde ja mindestens 2 Trumpfstiche machen, die gebe ich nicht leichtfertig für 4 Augen her. Verdacht ist natürlich, dass der Alleinspieler wohl in den Buben etwas Stärke hat, denn sonst wäre das Spiel wenig wert. Hier sehen wir es auch, ich muss die Trumpf 10 opfern. Wenn ich den Herz Buben gebe, ist der Karo Bube natürlich hoch, dann verliere ich die Trumpf 10 trotzdem. Es ist ein 6-Trümpfer und hier Abwurf Kreuz 7 deutet so ein bisschen darauf an, dass der Alleinspieler noch Kreuz Ass zu dritt haben könnte. Das ist zumindest das, was
ich daraus vermute. Da kommt Kreuz Dame, das dürfte der nächste Kreuz gewesen sein. Von daher hat der Alleinspieler jetzt noch zwei Trümpfe und Kreuz Ass Doppellusche. Herz Ass hoffe ich jetzt, dass mein Partner es reintut. Tut er, und ja, jetzt sind wir schon ganz schön weit gekommen. Letztendlich Pik 10 ist wohl im Keller. Das Spiel wird jetzt, ja, der Ausgang wird davon abhängen, ob nun die Herz 10 auch noch gedrückt ist. Wenn die Herz 10 auch noch gedrückt ist, dann kommen wir nicht hin. Dann kann der Spieler jetzt die Kreuzluschen abschmeißen. Ich war hier deswegen kurz am Durchrechnen, ob ich die Dame bringen muss oder nicht. Es tut aber nicht zur Sache. Entweder wir können da die 7 Augen hinlegen oder die 10. Letztlich brauchen wir noch einen vollen, und die Herz 10 ist ganz offenbar auch gedrückt, deswegen konnte der Alleinspieler hier beide Kreuzluschen abschmeißen und gewinnt das Spiel mit 65. Dann haben wir immerhin mal einen Ansatz, biete ich doch 20. Gut, ist ein ganz dünner Ansatz. Habe ich gar nicht unbedingt mit gerechnet, dass ich damit hier das Spiel bekomme. Ich bekomme es aber. Dann sollten natürlich ein bisschen was drin liegen. Pik 10 Dame, das ist doch gar nicht schlecht. Das ist damit haben wir Pik als Trumpf. Und ja, jetzt, wie drücken wir ihn? Wir sitzen nicht in Vorhand. In Vorhand könnte man Herz Ass 10 in der Hand halten. In Hinterhand komme ich vom Tempo zu kurz mit diesen 5 Trümpfen. Da hatte ich erst Herz 10, Karo 10 gedrückt. Das sind dann 20. Das macht leider dann nicht so einen guten Eindruck, wenn Kreuz auf den Tisch kommt. Außerdem haben wir da die 18er Reizung aus Mittelhand. Ich habe dann irgendwie auf mein Bauchgefühl gehört, und das hat gesagt, drück mal etwas querbeet, die Herz 10 auf jeden Fall runter, und drück eine Kreuz-Lusche. Damit ist das Spiel nicht so ohne weiteres für die Gegner zu durchschauen, und spielt natürlich mit der blanken Karo 10. Also es ist ein hohes Risiko. Das Spiel lässt sich aber ja, mit einer sicheren Bank sowieso nicht abwickeln. Und der Auftakt gefällt mir gut. Also Kreuz Ass wird raus, Kreuz 10 hinterher. Ich glaube nicht im Leben, dass die Kreuz Lusche blank war, beziehungsweise dann ist es sowieso Schicksal. Aber das ist insofern gut, als jetzt erstmal ja, mein Kartenstand weitestgehend noch nicht verratend ist. Jetzt haben wir hier 33. Jetzt natürlich Herz Ass ziehen. Wenn das läuft, dann sehen die Gegner auch die anderen Farben, haben dann Herz und Kreuz gesehen und glauben nicht, dass ich das Karo Ass noch habe. Nun ist aber hier das Unglück. Ihr seht es, Herz Ass wird gestochen, Herz steht zu dritt bei Spieler 1. Das ist natürlich für dieses Spiel sehr wahrscheinlich der Genickschuss, es sei denn, jetzt kommt meine Karo 10 noch groß raus. Das sieht jetzt hier aber nicht so gut aus. Kreuz wird hinterher gespielt, Karo abgeschmissen. Gut, klar, werde ich jetzt nicht den Jungs auf die Nase binden, dass ich hier noch mit der Karo 10 hantiere. Das Doofe ist, ja, ich gebe natürlich logischerweise noch den Herzstich ab, und danach kann ich schön in die Herzlusche wieder eingespielt werden. Also es wird wahrscheinlich schwer, diese Karo 10 heimzukriegen, das hier zu maskieren. So, komm, Karo Ass rein. Ja. Auch das natürlich noch Unglück. Jetzt ist das Karo Ass scheinbar gar nicht bei Spieler 3, sondern es ist in Vorhand. Und der hat ja schon den Karo König abgeworfen. Jetzt liegen hier 0 Augen. Also mit Rosinen gehandelt. Das Spiel hat gegen den Herzabstich jetzt nicht so einen guten Eindruck gemacht. Ja, ich war hier im Überlegen, kann ich überhaupt noch irgendwie das Spiel retten? Geht es irgendwie zu gewinnen? Ich glaube nicht. Ich habe jetzt nochmal unter durchgezogen. Ja, im besten Fall kommt jetzt einmal Karo unter durch und ich kriege im letzten noch das Karo Ass gestochen. War aber nicht der Fall. Deswegen 48 Augen. Ja, Mensch, das ist doch ein schöner Fehlstart. Jetzt habe ich aber hier wieder 18, muss ja also auf jeden Fall am Ball bleiben. Ja, ich komme wieder ran. Guckt es euch an. Also, wollen die hier nicht spielen? Oder habe ich jetzt einfach Pech, dass die Karten so merkwürdig verteilt sind? Und die anderen sind jedenfalls defensiver, als ich das so für Rocket-Verhältnisse kenne. Jetzt kommt hier so ein schlapper Viertrümpfer bei raus. Natürlich mit Ass dritt, Ass dritt. Gut, ich muss erstmal die Trumpf 10 retten und ja, fangen zum Glück hier schon mal ein Kreuz vollen.
bin ich ja schon bei 20, wenn ich den nicht gefangen hätte, natürlich trotzdem klein raus. In der zweiten Kreuzrunde muss ich einen vollen bekommen, wo ich 2 gedrückt habe, jedenfalls wenn die 3 zu 2 verteilt stehen. Jetzt wird hier natürlich die Farbe gewechselt, das bedeutet, Spieler 3 wird wohl noch auf dem Kreuz Ass sitzen, deswegen wechselt Spieler 1 die Farbe. Gut, ich muss sowieso auf einen günstigen Stand hoffen, gehe also hier ungeniert in den Schnitt. Ich gehe in Herz in den Schnitt, und jetzt kommt Pik, da schnibbel ich gleich nochmal. So, Trumpf will ich nicht mehr spielen. Welche Farbe ist wohl am ehesten der Zwilling? Ich denke doch Pik, tatsächlich, das war schon mal ein Treffer. Jetzt habe ich fast das Gefühl, dass die Herz 10 blank war. In Hinterhand, dass Spieler 3 jetzt Herz sticht. Aber was nützt es? Das Herz Ass muss jetzt auf den Tisch. Aber nein, Spieler 1 hat in der zweiten Fehlrunde blank ausgespielt. Da ist mein Herz Ass hinüber. Gut, jetzt kommt natürlich Trumpf nach vorne und dann kann auch Herz König geladen werden. Aber nein, es kann natürlich nicht geladen werden, denn das Kreuz Ass ist ja noch bei Spieler 3. Und jetzt sieht es wieder gut aus. Trumpf ist raus. Spieler 3 muss mir das Kreuz Ass geben, um den Herz König Stich zu halten. Damit bin ich dann gerade noch mal so von der Schippe gesprungen. Diesmal also diese Flocke dank mehrfachen Schnippelns und einem Kreuz vollen im Aufschlagstich geworden. So, was spielen wir gegen den Grang? Mal unterm Ass vielleicht? Nein, doch lieber unter der 10 zu dritt. Eigentlich beides solide Aufschläge, aber mit dem Kreuzass habe ich vielleicht noch eher Fantasie, ein Spiel zu schlagen, wenn er in der 10 zu dritt steht. So, Pik Dame ist natürlich die perfekte Karte auf Pik Buben. Erstmal ein Bild, dann schön die Gegenfarbe. So, aber was macht mein Partner? Er spielt direkt das Pik Ass. Er bringt nicht Kreuz. Er bringt auch nicht Karo hinterher. Ja, das weckt bei mir so ein bisschen den Verdacht, dass Karo vielleicht auch noch beim Alleinspieler ist, dann vielleicht Herz Ass 10 oder so, dass ich also Kreuz Ass jetzt nicht natürlich auch noch heimbekommen kann, dann wimmeln wir es lieber mal auf 29 und gucken mal, ob wir in Karo noch irgendwelche Stiche machen. Nee, jetzt kommt Karo. Ja, das ist natürlich klasse. Ich wimmel Pik Dame und er zieht Pik Ass, spielt damit Pik 10 und König hoch, also macht jetzt nur den einen Pikstich. Ich habe falsch gewimmelt, deswegen die Kreuz war wohl in Ordnung. Ich muss jetzt die Karo 10 auch verbrennen, um hier den Schneider frei mit dem Herz König festzuhalten. Ja, wieso spielt er denn nicht nach der Pik Dame Wimmelung mal Kreuz Dame oder Karo König oder sogar Kreuz 10? Alles wäre besser. Wir machen dann 2 Stiche in Pik. Die Pik 10 kann rausgeschnippelt werden. Ja, ich glaube, da war ein Sieg möglich. Ne? Ein Voller geht noch mehr von mir rein. Und die Pik 10, bupp, 77, weil dann der Herzkönig auch noch zu dritt steht, ist das Spiel, meine ich, Mause. So, hätte, wäre, wenn. Jetzt locker weitermachen und das erste Mal auch gut gefunden. Fast ist es ein Nullouvert, fast aber auch nur, da müsste ich eine Fehl noch halten. Kurz über den Grang nachgedacht, aber ich bin natürlich nicht in Vorhand, deswegen selbst bei günstiger Pik 2-1-Verteilung immer noch im Tempo zu kurz, muss erst stechen, dann Buben ziehen, dann Pik raus, gewinnt ihn eben nur, wenn das Pik Ass direkt blank sitzt oder ich in Kreuz eingeschoben werde. Beides Varianten, auf die man so ein Spiel jetzt nicht unbedingt aufbauen möchte. Also das deutlich solidere Pik-Spiel mit guter Schneiderchance. So, 13 in Kreuz, jetzt wollen wir nur hoffen, dass nicht 21 in Herz fallen, das ist auch nicht der Fall. Ja, man kann hier sehen, Spieler 1, ich habe ihn jetzt schon so ein bisschen im Verdacht hier, sagen wir es mal so, Kreuz 9 ist natürlich nicht unbedingt ein starker Zug nach diesem Vortrag. Das ist ja eine Karte, auf der Schneider nun draufsteht. Da muss normalerweise jetzt ein Voller kommen. Also Spieler 1, der ist nicht hundertprozentig präzise. Zumindest ist das hier mein Eindruck. Ja, also wenn wir schon Spiele verlieren, dann haben wir wenigstens Spaß, haben wir ein paar Ansätze dabei. Hier komme ich ja fast dran. Gegen Vorhand habe ich es geschafft für 24, aber Spieler 3 will auch noch mitmischen und mehr als ein auch schon gewagter Karo ist nur wirklich nicht zu erkennen.
gegangen. Da habe ich natürlich immerhin mal zwei Buben dagegen, die beiden alten, Kreuz Ass. Karo 10 ist jetzt auch hoch, aber der Alleinspieler hat 5-mal Pik von oben, hat zwei Buben, hat das Karo Ass, das Herz Ass auch noch gut, damit ist schon alles klar, damit sind schon 9 seiner Karten bekannt, dann können wir diesem Gerang nichts anhaben. Er macht nicht den Fehler, dass er einen Buben zieht. Das wäre gierig gewesen, das wäre frivol gewesen, das wäre auch bestraft worden, denn die Buben stehen bei mir zusammen. Ja, so ist es eigentlich Wurst. Einen vollen Kreuz Ass oder Karo 10 will ich auf jeden Fall noch verlieren. Der Alleinspieler hat ja nur noch einen Fehl. Deswegen kann ich, also eine mir nicht bekannte Karte, deswegen kann ich hier auch die beiden Bilder gleich stechen, um dafür klare Verhältnisse zu sorgen, gleich ein volles anzubieten. Es geht jetzt nämlich nur noch um Schneider frei. So, ein Pik ist dieser hier. Jetzt kommt noch der letzte Pik. Und dann gucken wir mal, ob es Karo oder Herz ist. Da kommt mein Stich und dann sind wir raus. Hälfte geschafft, bin hinten an und flaute, was die Karte hergibt. So, Mittelhand hat schon gepasst, Spieler 1 ist am Überlegen und während er überlegt, überlege ich hier schon so, ja, was mache ich denn, wenn der Mann allen Ernstes passt? Guckt euch das mal an, ich stehe in 3 Zehnern und einem Ass zu dritt und da passt er tatsächlich. Also solide wäre es jetzt einzupassen, aber bei diesem Rocket, da muss ja eigentlich ein bisschen gereizt werden, wenn die Leute da einpassen, da muss eigentlich Bombe drin liegen, denn auf diese kurze Distanz kann sich ja keiner erlauben, einen guten Ansatz jetzt laufen zu lassen, weil er Angst mal vor einem kleinen Beatspiel hat. Das kann also nicht sein. Also irgendwie habe ich dann gedacht, ich greife jetzt einfach rein. Ein Ass muss drin liegen und das andere wird noch ein Trumpf sein. Wupp, dann habe ich ein Spiel zusammen. Ich muss ja auch was versuchen. Und da kommt die Findung. Pik Bube ist zwar drin, aber nur Kreuz König, also kein Ass. Und jetzt wird es natürlich finster. Das ist zu wenig im Skat gewesen. Natürlich, ich kann 14 Augen drücken. Ich spiele jetzt hier den Pik. Ja, hätte jetzt auch sagen können, macht doch jetzt noch wieder mit blanker 10. Aber gut, das Spiel hat irgendwo schon eine Siegchance, wenn jetzt mal das Kreuz Ass auf den Tisch kommt oder das Karo Ass mir da die 10 hochgespielt wird, in Herz ich was erschnippeln kann. Aber die Chance ist natürlich nicht gut. Es ist alles andere als ein gutes Spiel. Und ja, Mensch, die beiden Jungs, die wollen mich mal auf eine andere Art und Weise hier auf die Schippe nehmen. Häufig ist es ja beim Rocket so, du reizt und reizt und kommst nicht ran, weil alle Gas geben. Und hier ist es dann mal so, du bietest 18 und bist Besitzer und keiner will spielen. Und da haben wir den Salat. Kreuz 7, 9. Jetzt habe ich natürlich König 10 im Keller. Jetzt hätte ich schön mal mit der blanken Kreuz 10 hier was bewirken können. Habe ich aber nicht gemacht. Das lohnt sich natürlich nicht zu stechen, muss ich abschmeißen und jetzt auf ein sehr günstiges Endspiel hoffen. Da wird immerhin zweimal gestochen, das heißt, der Mann mit den vier Trümpfen hat sich jetzt schon einen kurz gestochen. Spieler 1 hat jetzt wohl noch Kreuz und Herz Bube, gehe ich mal von aus, dass der die beiden hat, geht auch nur mit dem Herz Buben rauf. Den Stich kann ich dann machen, tja. Jetzt wird wohl Kreuz Ass versenkt werden. Ja, Kreuz Ass wird versenkt und vor allen Dingen ist es auch noch eine Kreuzkarte zum Zwischenziehen da. Leider, damit kann ich das Spiel nicht gewinnen. Nein, das Spiel ist nicht zu gewinnen. Kreuz muss hinten aus dem Drilling und da durchgespielt worden sein. Also da ist noch die Kreuz Dame, das ist sonnenklar. Dann steht Herz 2-2. Also an die 10 kann ich nicht rankommen. Das hat also. Also an die 10 kann ich nicht rankommen, ohne dass ich den König abschmeiße. Also ich bin ja jetzt rangekommen, aber es langt eben nicht. Ja, 2 zu 2, willkommen Sonnenschein, minus 15 Punkte. Und das auch noch in diesem Jahr, wo es ein paar kleine Regeländerungen übrigens gibt im Rocket. Unter anderem wurde das Abreizgeld ein wenig angepasst, ein wenig erhöht, gerade um diese doch etwas zu heftigen, zu frivolen Reizungen zu unterbinden oder zumindest ein wenig mehr zu sanktionieren. Und nun bin ich hier selbst das erste Opfer dieser Regel geworden. Ich glaube, das zweite Beatspiel kostet schon, was waren es, 75 Cent? Auf jeden Fall etwas mehr und das ist auch recht und billig, das ist auch fair, da
werde ich also für diese Frechheiten quasi, für diese Reizfrechheiten zu Recht bestraft. Ja, inzwischen schauen wir uns hier wieder einen recht soliden Gang von Spieler 3 an. Hier im Endspiel kann ich jetzt natürlich den Buben ziehen. Schneiderfrei sind wir auch. Ik gehe jetzt auf Rest, Karo 10, dann Pik rüber. Oh, Pik Ass wird schon gewimmelt von meinem Partner. Na gut, dann hat er jetzt doch, er hat noch die Übernahme Pik 10. Und das bedeutet dann wieder, das Spiel war doch nicht ganz so solide, wie es den ersten Anschein hatte. Kein Pik voller gedrückt. Dann haben wir tatsächlich hier genug bekommen. Das Spiel ist gegen die beiden Jungs in einer Hand verloren und damit natürlich für mich wieder Hoffnung. Spieler 3 hält sich zumindest noch in meiner Punktesphäre auf. Den kann ich vielleicht was tun. Tja, mich hat der Mut verlassen. Ihr seht es hier in Mittelhand, habe ich diese Karte jetzt nur noch 18 geboten. Spieler 1 will aber spielen und es ist eben doch zu gewagt. Und wenn du schon zweimal versucht hast und nicht getroffen hast, dann muss das auch nicht mehr sein. Krang wird gespielt, ja, und guckt euch das an. Was für eine Keule, vier Jungs, Pik Ass, die Karo, Vierer Länge, Krang mit vier Schneider und plötzlich steht Spieler 1, der sich so unauffällig hier verhalten hat bisher, ganz defensiv gereizt, auch mal den einen oder anderen Schneiderzug. Plötzlich steht der, wie Gott in Frankreich, fast 500 Punkte und hat noch ein Päckchen zu laufen. Also soweit die Prognose, den werden wir beiden hier wohl nicht mehr bekommen. So, mach's nicht so spannend. Krang, Handschneider angesagt, jetzt noch von meiner Konkurrenz. Ja, so führen Sie mich hier vor, so werde ich hier düpiert. Der eine Krang mit vier Schneider, der andere Krang, Handschneider angesagt. Na, immerhin ein Bubenstich, aber das war auch unser einziger Stich. Da galoppiert auch Spieler 3 auf und davon. Jetzt hänge ich hier mit meinen 25 Punkten. Also jetzt braucht es schon noch ein Wunder oder auch nur zwei gute Spiele, um mich da noch wieder ranzukämpfen. Na, immerhin. Auch mal hier die drei Alten. Spieler 1 hat Interesse. Wie viel Interesse hat er denn wirklich? Na, so viel Interesse hat er nicht. Na, siehst du, ein Ass gefunden. Diesmal ein ganz solides Kreuzspiel. Ja, für mehr. Wo soll es mich noch hinbringen, wenn ich hier noch ein Risikograng mache? Das führt zu nichts. Dann spielen wir doch das deutlich bessere Kreuzspiel. Trumpf sitzt artig. Ah, da fliegt natürlich Karo Dame, die ist natürlich verräterisch, wahrscheinlich blank. Dann hat Spieler 3 noch 7, 8 Ass. Kann ich jetzt noch ein bisschen in Trumpf rumfischen und hoffen, dass er mal einen Karo abwirft. Tut er aber nicht, das heißt, er hat sich auch gnadenlos auf meine Karo 10 jetzt eingeschossen. Ja, Mensch, so geht's. Vorhin wurde mit den Schneider ein bisschen lieblos umgegangen. Jetzt wird plötzlich ganz scharf drum gekämpft und mir wird der Schneider hier also nicht gegönnt. Sei es drum, immer noch wieder ein gewonnenes Spiel und damit immerhin noch die kleine Fantasie im letzten Spiel Spieler 3 zu überholen. Muss ich aber 103 Punkte aufholen, also ein Spiel mit mindestens ja, 54 Spielaugen. Das ist das Minimum, was ich jetzt brauche. Die Band spielt einen Tusch und es war nichts. Zweite Chance, Spieler 3, könnte ja noch einen versemmeln. Da hat er schon gepasst. Die Band spielt den nächsten Tusch und es war wieder nichts. Also Spieler 1 kann sein Ergebnis jetzt noch krönen, kann die 500 überspringen, kann ein solides Ergebnis für die Wochenmission hier auf den Tisch legen, wenn er jetzt dieses Spiel gewinnt. Aber das ist natürlich auch klar, gerade jetzt am Ende, Geschenke gibt es auf keinen Fall. Und schon gar nicht, wo ich jetzt hier so oft so mies hängen gelassen wurde. Also da bin ich jetzt ja doch noch, muss ich sagen, da bin ich jetzt noch mal spitz wie Lumpi. Dem will ich jetzt auch noch mal einen verpulen. Kreuz, naja, gut. Das war eigentlich klar, dass er noch nicht gerade Herz oder Pik spielt. Schade, aber so ist es. Gucken wir mal, ob das ein gutes Spiel ist.
Trumpf steht natürlich schon mal günstig, wahrscheinlich ein 5-Trümpfer, zwei Seitenasse auch noch, jetzt kommt der alte, trari, trara, wir haben gerade erst 17, Trumpf steht 3-3, das ist bitter. Jetzt kommt Pik 8 und da ist ja nochmal plötzlich so ein kleiner Hoffnungsschimmer, er könnte in der Pik 10 zu Drittspiel stehen. 17 und die 28 in Pik wären 45, zwei volle von meinem Partner, wenn keine der 10er gedrückt ist. Es wäre möglich, also zumindest denkbar, ich gehe da mal rauf auf den Plan 21, das Pik 7 von meinem Partner, könnte also alles noch hinkommen. Das Doofe ist, ich muss jetzt hier mit Herz natürlich einen Zwischenzug machen, kann nicht direkt jetzt Pik erst weiterziehen, wenn der Spieler noch auf der 10 besetzt steht. Und wenn es tatsächlich so ist, dann kann er jetzt natürlich bei 21 liegen, hier die Pik Lusche auf 28 gefahrlos abschmeißen. Dann könnten wir nur noch mit Pik Ass, Herz 10 und Pik 10 oder Pik Ass, Karo 10 und Pik 10 auf 59 kommen. Also wenn Spieler 1 die Pik 10 noch schleppt und er präzise gezählt hat, dann kann er auf 61 kommen. Wenn Spieler 3 mit der Herz 10 raufläuft, ist der volle auch weg. Aber es sieht ja ganz anders aus, es sieht ganz anders aus, er zieht Trumpf und er hängt in der Karo 10. Und da hat er uns Schneider gespielt, na siehst du, er hat zwei Piken gedrückt, ganz offenbar, und damit uns an der Nase nochmal rumgeführt, sich mit Schneider belohnt, 5,75, schönes Ergebnis für Spieler 1, herzlichen Glückwunsch, auch Spieler 3 hat mich geschlagen im ersten Rocket-Turnier des Jahres 2019, im ersten Schlag die Meerjungfrau-Turnier zumindest. Dann hoffe ich mal, dass es die nächsten Wochen wieder ein wenig aufwärts geht für mich und dass ihr dabei bleibt, Spaß habt, und wie immer wünsche ich euch dann zum Abschluss gut Blatt.